Hallihallo, liebe Freunde, willkommen zurück in Wadenfell. Wir sind in der letzten Folge nach Gnisis gekommen, wo wir den Vorarbeiter mit einem Wachmann sprechen hören haben, dass es hier in der einen Mine Probleme gibt und deren wollen wir uns auch gleich mal annehmen. Nun, das wird verdammt nochmal Zeit, ihr blöden Kerle vom Haus Redoran habt. Halt mal, ihr gehört nicht zum Haus Redoran. Nein. Ach, ich hätte es besser wissen müssen. Ihr zieht besser weiter, Fremder. Diese Mine ist verflucht. Sie wird euch verschlingen wie den armen Tagbrot, wenn ihr nicht vorsichtig seid. Och, ich würde es mal riskieren. Erzähl mir mehr darüber, was in der Mine vor sich geht. Entschuldigt das Knurren und Maulen. Wir warten nur schon so lange auf diese verdammten Redoran-Inspektoren. Wir hatten schon die Hoffnung aufgegeben, wisst ihr? Meine Eierträger haben Ärger bis zum Hals. Irgendein seltsamer Ton verwandelt ihre Gehirne in Matsch. Die Quama macht er auch verrückt. Was genau bewirkt der Ton bei den Eierträgern? Sie wurden mit einem Fluch belegt. Sie sind durch nichts zu erreichen. Sie gehen einfach nur auf und ab und summen und plärren dabei wie die Idioten. Ich musste Tagbrut so gut wie bewusstlos schlagen, um ihn hier rauszuschleifen. Etwas an diesem Geräusch, an diesem Lied. Es packt sie an den Bärten und lässt sie nicht mehr los. Vielleicht könnte ich euch bei der Untersuchung ja helfen. Maras Gnade. Hab Dank, mein Freund. Ich soll eigentlich warten, bis die Redoran-Inspektoren auftauchen. Aber die können sich nach Sovngarde scheren. Ich will, dass meine Leute sicher nach Hause kommen. Tut, was ihr tun müsst. Aber bleibt nicht zu lange da drin. Ich will nicht, dass euch das Lied auch in seinen Bann schlägt. Könnt ihr mir noch mehr über das Lied erzählen? Nun ja, es ist wohl kaum ein Lied. Es ist nur ein Sammelsurium von Noten, wisst ihr? Sie kriechen einem hinter die Augen und machen einen ganz schwindelig, paranoid. Ich arbeite schon seit Jahren in diesen Minen und so etwas habe ich vorher noch nie gehört. Es könnte etwas mit den ganzen Beben zu tun haben. Beben? Ja, ich weiß nicht, ob ihr es bemerkt habt, aber der Rote Berg ist in letzter Zeit recht launisch. Wir müssen uns seit Wochen mit kleineren Einstürzen herumschlagen. Vielleicht hat eines der Beben etwas freigelegt, was lieber verborgen geblieben wäre. Oh ja, das gehe ich mir mal angucken. Lebt wohl. Ja, dann wollen wir doch mal hier in die Eiermine von Gnisis gehen. Ja, das Bild sieht ja schon mal sehr verlockend aus. Die ganzen lieben netten Eier. Sammeln wir noch mal ein bisschen was ein. Ah, da ist eine Questpfeil. Haben wir hier noch irgendwas, was wir gebrauchen können? Entweder war hier schon jemand, der alle erschlagen hat. Oder? Oh. Er ist arm, oder? Aber es ist nicht so, wie es sein sollte. Kein Stück. Okay. Das Lied ruft. Ihr hört es auch, oder? Ich sehe es hinter euren Augen. Es schwimmt dort drin. Könnt ihr die Melodie sehen? Die Harmonie? Bitte. Ihr müsst es doch sehen. Was habe ich da gerade gehört? Ein Lied. Das Lied. Seht ihr, wie es schimmert? Seht ihr seine Töne? Seine Farben? Es sollte dabei helfen, die Sache klarer zu gestalten. Die Dinge wieder heil zu machen. Doch das tut es nicht. Das tut es nicht. Es muss geflickt werden. Wie repariere ich es? Macht die Ohren auf. Ihr müsst sie finden. Die Melodie. Sie ist zertrümmert und verborgen, wisst ihr? Versteckt im Geräusch. Aber sie ist da. Das muss sie sein. Das muss sie sein. Ja, ist okay. Ich gucke später nochmal nach euch. So, noch. Zappeln da auch rum. Da geht's nicht weiter. Wie groß ist denn die Höhle hier?
Hier habe ich ja noch ein Quest-Pfeil übersehen. Tatsächlich, da haben wir was übersehen. Hips. Es ist noch nicht Zeit. Es sollte still sein. Es sollte schlafen. Goldur. Was wollt ihr? Nein, ich kann nicht gehen. Noch nicht. Ich habe versucht, dem Vorarbeiter zu folgen. Wirklich. Aber es lässt mich nicht. Erst wenn alles so ist, wie es sein sollte. Erst wenn alles perfekt ist. Ja, beruhigt euch. Das Lied tut euch das hier an. Ja, ja, das Lied. Ihr habt es gehört. Ich merke das. Sie sollte still sein. Sie ist noch nicht bereit. Sie ist nicht vollkommen. Aber jemand hat sich eingemischt. Der Boden bebte. Und die Einmischung. Sie haben sie kaputt gemacht. Sie haben sie verdorben. Also ist jemand Bestimmtes hierfür verantwortlich? Ja, aber keiner von uns. Nein, es ist ein Tüftler. Ein Einmischer. Fummelt herum und macht Sachen kaputt. Beschmutzt sie. Er muss bestraft werden. Ja, das Lied muss rein sein. Es muss vollkommen sein. Wenn nicht, sind die Folgen... Oh, die Folgen! Ja, versuch bitte ganz ruhig zu bleiben. Ich werde mich um diesen Einmischer kümmern. So, okay. Haben wir hier noch was rumliegen? Stirb, du blödes Viech. Na, dann haben wir noch mehr Flügel. Spawnen wir hier. Oh oh. Das geht ja gut los hier. So. Jetzt muss ich irgendwie hier hin. Das höre ich doch hier. Dann nehmen wir wahrscheinlich diese komischen Pilzkäfer. Eine Quarmer-Königin. Also ich möchte nicht, dass die aufsteht. Oh. Packt euch tiefer in die Mine. Verloren, wie alle anderen auch. Das Lied hat dafür gesorgt. Es hat sie dazu gezwungen. Quarmer, Bretone, Königin, Eierträger. Alle sind gleich. Alle sind nur Fleisch. Sie haben sie getötet. Sie haben ihre eigene Königin getötet. Seht ihr, was es tut? Was tut es? Kaputt. Alles kaputt. Im Augenblick nur die Mine, aber bald überall. Was meint ihr mit überall? Es ist völlig außer Kontrolle geraten. Spürt ihr es denn nicht? Es hallt nach und wächst. Hallt nach und wächst. Bald wird es zu laut sein, als dass die Mine es noch einschließen könnte. Alle werden es hören. Alle. Und dann... Nein! Wir müssen das in Ordnung bringen. Woher kommt das? Was müssen wir tun, um es zu richten? Es muss gerichtet werden. Es muss perfekt sein. Okay, lieb wohl. Na, dem laufen wir mal hinterher. Ich habe irgendwie das Gefühl... Prima. Eine Drehmer-Ruine.
Oh, ein Rezept, das finde ich gut. Tiefer, okay. Tötet hier übrigens gut, ey. So, was ist die Blume? Nee, ist leer. Okay, was war das? Oh. Den haben wir. So. Zerlegt. Dann nutzen wir doch mal den Fokus. Den kann ich gerade nicht nehmen. Dahin gerafft. Der rennt da aber auch durch hier. Pauken und Trompeten hier sozusagen. Diese Queste. Spiel des Geräusches. Okay. Ich schaue mich jetzt hier einfach nochmal um, ob vielleicht ein paar Kisten oder irgendwas stehen. Weil der andere ist eh weg, der mir vielleicht noch helfen könnte. Noch sieht das hier recht friedlich aus. Was haben wir da drüben noch? So schön leuchtet. Schon eine coole Höhle hier. Ja, wahrscheinlich noch hoch. Da war schön. Okay, dann müssen wir da wohl tatsächlich rausgehen. Ich habe hier also nichts mehr liegen sehen. Schauen wir doch mal, was uns hier erwartet. Das Dremeheiligtum. Das klingt nicht gut. Sind ja ein paar Leute. Ah, ich dachte wirklich, diesmal hätte ich es. Sei verflucht, du summender Schrotthaufen. Das ist doch Trotz, oder? Verzeih, dass ich dich kaputt gemacht habe, ja? Ich hätte dieses verdammte Ding nie anrühren sollen. Dummer Revus. Du musst auch an allem herumfummeln, ne? Ach, ah, grundgütige Götter. Ihr habt mir ja fast einen Herzanfall verpasst. Ihr seid ein Redoran-Vollstrecker, oder? Hört mal, dieses Ding ist fast schon wieder heil. Versprochen. Wartet. Warum murmelt ihr nicht bloß sinnlos vor euch hin? Spart euch die Antwort. Ich kann nichts hören. Meine Ohren sind verstopft, wisst ihr? Hey, was geht mit diesem Gerät vor sich, wenn du das hörst? Siebläuse? Oh weh, ihr seid genauso verrückt wie die anderen, oder?
Versucht euch zu konzentrieren. Dieser Resonator ist defekt. Ich muss diese Regler auf die korrekte Sequenz einstellen, aber ich kann die Töne nicht hören. Wisst ihr von einer Sequenz, die man hier einstellen könnte? Nickt einfach. Nee, weiß ich nicht. Tja, das ist entmutigend. Aber zufälliges Herumprobieren ist die Mutter aller guten Erfindungen, nicht wahr? Ihr müsst für mich an den Reglern herumdrehen, bis ihr findet, dass sie in der richtigen Position sind und dann diesen Hebel da ziehen. Alles, was ihr gesehen oder gehört habt, könnte euch dabei helfen. Ich glaube an euch. Okay. Nur witzig an diesen Reglern. Jetzt. Ah, Grundgüte. Moment. Siebläuse. Nein, tja, das in ist Ordnung. Ah, jetzt. Nicht geklappt, aber versucht es weiter. Es gibt ja nur 1024 mögliche Kombinationen. Wir haben das im Nu. Blöd, Mann. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich guck mal, ob ich hier vielleicht irgendein Schriftstück finde, oder? Das hilft mir auch nicht weiter. Da ist auch noch eine Karte. Besser hingehört bei den Klängen. Leuchtet er nicht gelb. Ah, okay. Nehmen wir jetzt den mal. Ja.
tut sich was. Ich glaube, ihr habt es. Sehr schön. Ja, das war's. Es klappt. Hoffe ich. Was ist geschehen? Los, verschwinden wir von hier. Ja, okay. Seht ihr? Es hat sich alles gefügt. Ich habe vor der Tür ein Lager aufgeschlagen. Dort können wir reden. Dann werden wir das tun. Wahrscheinlich, nachdem ich noch 25 Drehmausen weg räumen musste. Spricht ein Drehbus. Ah, da ist er ja. Ah, der Held der Stunde. Ihr habt meinen tiefsten Dank und meine aufrichtigen Glückwünsche. Die Tatsache, dass ihr in eurem eindeutig verwirrten Zustand zu einer solchen Instandsetzung fähig wart. Ganz außerordentliche Arbeit. Einfach herausragend. Es scheint sich nun beruhigt zu haben. Ich hoffe nur, das bleibt auch so. Ja gut, das mit dem verwirrten Zustand bei mir hat nicht mit der Musik zu tun oder sowas. Das ist bei mir permanent. Was ist da hinten genau geschehen? Ich kann auch nur raten. Als ihr die Melodie korrigiert hattet, kehrte der Resonator in seinen Ruhezustand zurück. Vielleicht eine Art Schlummerfunktion, um Energie zu sparen? Wichtig ist nur, dass er Ruhe gibt. Allen guten Göttern sei Dank. Meint ihr, dass den Eierträgern gut gehen wird? Oh weh, ich hoffe es. Sie waren dem Effekt nur sehr kurz ausgesetzt. Aber wenn es noch ein Tag mehr gewesen wäre, schwierig zu sagen. Bitte lass den Vorarbeiter wissen, wie schrecklich leid mir das alles tut. Wenn es etwas gibt, was ich tun kann, dann könnt ihr gerne bei mir in meinem Turm vorbeikommen. Okay, hab Dank. Ich werde mit dem Vorarbeiter sprechen. Ich wünschte bloß, ich hätte den Resonator genauer untersucht. Was haben Sie wohl mit einem solchen Gerät angefangen? Dient er vielleicht der Versklavung? Nein, nicht der Versklavung. Das wäre zu offensichtlich. Kann ich euch noch etwas fragen? Bitte. Nach allem, was ihr getan habt, würde ich sagen, dass euch mehrere Fragen zustehen. Die erste und die wichtigste. Warum habt ihr daran rumgefummelt? Ich stamme aus dem Haus Telvanni. Einem Haus, das besessen von magischen Antiquitäten ist. Wir leiden unter einem besonderen Zwang, herumzutüfteln, und zwar mit allem. Ich will mich nicht herausreden. Ich wusste, es würde riskant werden. Doch ehrlich gesagt hatte ich keine Ahnung, dass es sich auf die Minenarbeiter auswirken würde. Wusstet ihr nicht, dass die Minen von Genesis miteinander verbunden sind? Natürlich nicht. Ich habe Jahre damit zugebracht, diese Ruine zu untersuchen. Ich habe so viele Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Als ich den Resonator in Betrieb nahm, gab es bedauerlicherweise eine Reihe von kleineren Beben. Sie haben die Wand zwischen der Ruine und der Mine einstürzen lassen. Der Rest ist tragische Geschichte. Und ihr wart die ganze Zeit hier unten? Ja, sogar einige Tage. Ich habe eine Reihe von Klangschutzzaubern aufgestellt, um mich vor der Wirkung des Resonators zu schützen. Aber ich merkte, wie er mich langsam in seinen Bann zog. Noch ein paar Tage mehr und ich wäre genauso verrückt geworden wie diese Eierträger. Ich musste mir etwas einfallen lassen. Ohrpropfen? Ja, die wundersamen Kräfte von Quamerwachs. Setzt man es einige Minuten lang der Hitze aus, so verhärtet es sich und dehnt sich dabei aus. Toll zum Stopfen von Löchern, zum Instandsetzen von Möbeln und zum Schutz vor uralten Dwemer-Apparaturen, die einem das Hirn zu Brei rühren. Erstklassiges Zeug. Na gut, dann lebt wohl. So, wo geht's denn hier raus? Kisten? Ja, vollgestopft bis oben hin. Aber ich habe hier ein Rezept, was ich benutzen kann. Eine Einrichtungsskizze. Sehr cool. Nee, schnell stapeln bringt mir nichts. Dann kann ich hier auch noch ein bisschen was mitnehmen. Kann ich hier eigentlich kochen an der Feuerstelle? Nee. Das wäre noch cool gewesen. Vielleicht noch ein paar Sachen hätte wegkochen können. Was haben wir hier noch? Die Gebäude ist leer. Nach Wadenfell hinaus. Um dort nochmal mit den Vorarbeiter zu sprechen.
die Tür war zu. Oh, eine Truhe. Eisenkolben der Flamme. Ah, muss ich wieder was rausschmeißen hier? Habe ich doch schon Eisenkolben der Flamme. Ja, dann könnt ihr runter. Das sieht nach Wasser aus. Das kann man auch mitnehmen. Auch mit den Vorarbeiter sprechen, oder? Genau. Da müssen wir hin. Komisches Symbol. Okay. Freund oder Feind? Feind. Kann aber nichts ab. Der Kumpel. Gehen wir mal hier hoch über die Brücke. Jetzt weit gelaufen. Ob jetzt irgendwie falsch oder? Ich höre doch hier schon wieder was. Diese komischen Pilzkäfer. Was ist hier noch? Nee. Ich blind. Ich sehe doch hier Questpfeil. Stickhopser, aber keine Quest. Ignorieren wir erstmal. So, da ist der gute Mann. Ihr habt es geschafft. Meine Eierträger kamen vor einigen Minuten aus der Mine gestolpert. Sie hatten Beulen und Kratzer und so manchen Kopfschmerz. Doch ansonsten waren sie unbeschadet. Was ist dort unten geschehen? Ja, so ein Dunkelelfenmagier hat aus Versehen eine Gedankenkontrollmaschine der Dwemer aktiviert. Was, von den Dwemern? Wie hat... Ich arbeite schon seit Jahren in diesen Minen und ich habe nie irgendwelchen Dwemer-Unfug gesehen. Wo ist dieser schneerückige Dunkelelf? Es war dieser Telvanni Skeva Revus, nicht wahr? Ja, es war Revus. Er sagte, es täte ihm leid und er hat angeboten, dabei zu helfen, die Mine wieder in Betrieb zu nehmen. Ach, noch mehr Telvanni-Blendwerk. Und wenn ich daran denke, dass ich mich schon fast mit diesem Tölpel angefreundet hatte... Ach, genug Gegrummel. Ich bin nur dankbar, dass meine Leute noch leben und in Sicherheit sind. Ich auch. Das verdanken wir nur euch, mein Freund. Ich werde jede Nacht eine Flasche Met auf euch erheben, von jetzt an bis zum Ende der Welt. Bitte nehmt dies. Ihr habt es euch mehr als verdient für das, was ihr getan habt.
Hab Dank, aber ich muss erstmal kurz wieder mein Inventar gehen. Ah, das ist mal so schade. Jasmin-Tee. Nutzen wir den einfach mal. Ich weiß nicht, was wir das verdankt. Mit ein paar Tagen Ruhe und was Ordentlichem zum Trinken kriegen wir alles wieder zum Laufen. Ich schätze, ich sollte irgendwann nach der Königin schauen. Nervlich ist sie wahrscheinlich ein Wrack. Die war schon immer etwas schreckhaft. Bezüglich dieser Sache, die Quarmer haben während der Katastrophe in der Mine ihre Königin getötet. Was? Nein, das kann nicht sein. Die Königin ist das Herz der Mine. Wir bauen schließlich Eier ab, um Maras Willen. Und man kann schließlich keine Eiermine ohne Eier betreiben, nicht wahr? Verzeiht. Wir hatten ein paar schwere Tage. Das war diese verdammte Dwemer-Magie, oder? Ja, das Lied hat sich auf alle dort drinnen ausgewirkt. Sogar auf die Quarmer. Revus, ich will, dass ihr diesen mickrigen kleinen Zaubermeister findet und ihm sagt, dass die Zeche fällig ist. Er will helfen? Tja, das wird auch verhorkste Zeit. Wenn er das nicht gerade biegt, hetze ich ihm die Redoran auf den Hals. Das will er ganz bestimmt nicht, glaubt mir. Ich werde mit ihm reden. Er weiß vielleicht, wie man das Problem mit der fehlenden Königin lösen könnte. Revus lebt etwas nördlich von hier. Ihr werdet ein Wirrwarr aus alten Seilbrücken und Felsen sehen. Allein Kühne weiß, was dieser Zaubermeister da draußen treibt. Achtet darauf, dass ihr ihm richtig eine verpasst, ja? Ich würde es ja selbst tun, aber ich muss mich um diesen Haufen kümmern. Wie meint ihr, dass Revus helfen kann? Das ist eine Frage für Revus. Ehrlich gesagt ist es mir völlig gleich, wie er diese Sache in Ordnung bringt. Er muss es eben nur tun. Sagt ihm, er soll etwas von seiner Telvanni-Magie nutzen, um eine Königin herbeizurufen oder so. Halt. Das ist eine furchtbare Idee. Wahrscheinlich wird die Königin uns am Ende nur fressen. Was geschieht, wenn er uns nicht helfen kann? Dann wird es den Häusern obliegen, diese Sache zu klären. Doch wahrscheinlich werden sie zu beschäftigt damit sein, sich aufzublähen und zu intrigieren, anstatt uns zu helfen. Die Eierträger werden am meisten darunter zu leiden haben. Verlasst euch darauf. Okay, wohl. Ich wusste, der Telvanni würde uns noch verraten. Wir hätten ihn schon vor Jahren ausstoßen sollen. Ich gucke gerade, was der Typ da macht. Das sieht etwas komisch aus. Ich hätte ziemliche Kreuzschmerzen danach, so nach 2 Minuten schon, gefühlt. So, gibt es hier eigentlich einen Händler? Ich muss mal gucken. Nee, kann man so nicht sagen. Dann würde ich sagen, werde ich nach Vivek wieder ziehen, um meinen Beutel wieder ein bisschen leer zu kriegen. Und dann werde ich in Balmora die Quest hier weiter verfolgen, die wir schon mal angefangen haben. Die haben wir immer noch nicht komplett beendet. Bevor wir hier oben weitermachen, weil das war teilweise schon ganz schön heftig, was hier war. Und da würde ich gerne noch ein bisschen leveln. Ach so, ja genau, den Levelaufstieg wollten wir ja noch machen. Halt, falsches Menü. Da wollten wir hin. Genau. Und da haben wir noch ein paar Attributspunkte zu vergeben. Und zwar 5 Stück insgesamt. Wow. Die werden wir natürlich 2 in Leben. Magika. Ausdauer können wir auch mal gebrauchen. Aber Leben ist das Wichtigere. So, jetzt haben wir noch 5 Fertigkeitenpunkte. Was können wir denn hier? Mit einem eurer Geschickt so. Gibt ihr 630 Leben zurück? Okay. Das Gleichgewicht. Da haben wir schon mit den Pilzen, die uns wieder heilen können. Das ist schon mal nicht schlecht. Frostmantel. Den Zweihänder. Das kritische Sturm. Den Bogen. Den werde ich auch demnächst nehmen. Deswegen werde ich schon mal den präzisen Pfeilschuss freischalten. Viel auf schwere Rüstung legen.
Entschlossenheit. Lug und Trug. Quest beim Schleichen, das brauchen wir nicht. Die Seelenfalle. Ja. Kriegergilde. Da haben wir noch nichts weiter entwickelt. So, beim Volk. Diplomat. Erhöht euer maximales Leben um 4%. Das ist doch schon mal sehr gut. Handwerk. Ah. Und. Tiergefährten. Der ungezähmte Wächter. Den werden wir auf jeden Fall. Was können wir hier machen? Dann haben wir alles soweit erledigt. Ich würde sagen, ich verabschiede mich von euch aus der Eiermine von Gnisis und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ja, genau. In Vivec wieder. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.